Ist das nicht entspannend? Aber das Spiel müsste mir nicht bei jedem Gebietswechsel immer wieder anzeigen. Hey, Gebietswechsel! Weil mit diesem Jingle, das hört sich immer an wie, du hast es geschafft. Du bist von A nach B gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt bist du nach C gegangen. Sehr gut. Habe ich es mir doch gedacht. Die Kranken leuchten komischerweise so. Mir kommt fast so vor, sollte es andersrum sein, dass alle so schön farbig leuchten sollten und nur die Kranken so dunkel sein sollten. Aber nee, es ist genau andersrum. Ich weiß nur, dass das für die Switch jetzt erst ganz vor kurzem rauskam. Aber ansonsten kann ich dazu echt kaum was sagen. Ich habe mir gerade mein Knie so an meinem Schreibtisch gestoßen. Au. Jetzt bin ich wach. Kann ich eigentlich hier den Anker abschießen, damit das Schiff einfach wegtreibt und alle verhungern und Salzwasser trinken und wahnsinnig werden und sterben? Nur so aus Interesse. Ich frage für einen Freund. Oh, unsere Zeit wird knapp. Naja, dann gehen wir mal an Land wieder. Dem Schreibtisch geht es zum Glück gut. Der hat das gut überstanden. Am Anfang war ein bisschen, er hat sich ein bisschen erschrocken. Aber jetzt, wo der erste Schreck vorbei ist, ist keine bleibenden Schäden. Also, wir können jetzt, glaube ich, irgendwie Bergbau machen. Und Lifting Bags enable the user to send heavy objects to the surface. Surface. Können wir jetzt den Heavy, können wir jetzt den Frachter zum Beispiel, den Tank, komplett nach oben machen, oder wie? 12 Minuten Sauerstoff. Mehr Scannerreichweite. Und eine neue Location, das Piratennest. Das klingt doch gut, oder? Da gehen wir hin. Nicht immer in diesem langweiligen Korallenriff. Gehen wir. Und jetzt habe ich wie in Metal Gear Solid 5 die Ballons. Und kann jetzt alles wegtransportieren. Das wäre super. Kann ich das an das Schiff kleben einfach? Meins? Überall meine Ballons rankleben. Meins. Meins. Delfine. Meins. U-Boote. Atom-U-Boote. Meins. Das wäre cool. Da ist mein Ballon dran. Also ist es mein Eigentum. Nein, ich will nicht schon wieder. Was mache ich denn schon wieder hier? Ich protestiere. Na gut, ich muss schauen, ob ich jetzt den Ballon, wie funktioniert das mit dem Ballon jetzt? Und mit dem Bergbau und so. Vielleicht ist es so, ich kann mir schon vorstellen, das ist wahrscheinlich so interaktiv von wegen, sobald ich einfach auf was klicke, was ich damit benutzen kann, also was ich abbauen kann, macht er das automatisch jetzt. Oder so. Wahrscheinlich. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wo ist sowas? Und gibt sowas hier überhaupt? Und war ich hier schon mal? Ah ja, der Hidden Container. Da wollte ich doch schauen. Ob ich zum Beispiel den Hidden Container anheben könnte jetzt. Na, aber der ist so zugewachsen. Wahrscheinlich nicht. Schade eigentlich. Na gut, dann versuchen wir mal, dass wir irgendwie in diese Piraten-Nest-Map kommen. Statt dass wir hier wieder 100 Stunden in dem Piratenriff rumklatschen. Hilfe! Kann nicht mehr. Good job, Rookie. Fine things you've collected. Really great job.
I think you're ready to try something a little bit more challenging now. Think you can handle Pirate's Nest? It sounds scary, but that's just a name. Don't worry about it. You're not getting plundered. Wie komme ich da jetzt hin? Ah, Schultertasten. Das Boot. Es ist. Es fährt. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, was das für ein Boot ist. Es ist, glaube ich, irgendwie so ein Raum- und Zeitspringendes Boot. Das springt durch so eine Nebelwand. Zeitlich so. Dann sind wir im Pirate's Nest. Hier gibt es. Ah ja, man sieht's eh. Ich habe 40 von 45 Sachen gesammelt und 24 von 39 Fische gereinigt. Und hier kann man jetzt auch dreimal Bergbau betreiben. Yar, let's fetch us some booty, matey. What? You know how long it's been since I had a new recruit? Es dreht sich. Wie wir alle wissen, sind interessante Dinge alle nebeneinander. Vielleicht. Das kann schon sein. Die sind alle. Moment mal. Muss ich nochmal schauen nachher. Warte mal. Loosen up, will ya? Jeez. All right then. Pirate's Nest should have something of value to us. So keep your eyes peeled out there. Oh, and watch out for rays too. They're so-called cousins of sharks, but they're relatively harmless. Unless you get too close, that is. Be careful around them, all right? Alrighty. Da oben ist nämlich noch was Grünes. Oh, there you are. Nein. Hey, ich laber mich nicht voll. Halt einfach wirklich die Klappe jetzt. Sons of Horus. Aber schau tatsächlich, in den toten Minen kann ich aus irgendeinem Grund jetzt schon tauchen. Sons of Horus. Und anscheinend im Nil vielleicht? Ist das der Nil? Muss ich mal kurz schauen, was da noch kommt. Das erste ist so ein Korallenriff. Eine alte Piratenfestung. The Forgotten Reef, okay. Dead Mines. Ach so, die anderen kann ich mir noch gar nicht anschauen. Das ist noch geheim. Na gut, gehen wir endlich ins Piratennest. Aquaplatti, hurra! Did you know that underneath the Asian continent, there is a huge underground ocean, the size of the Arctic Ocean. Ne. Habe ich wirklich nicht gewusst. Habt ihr das gewusst? Dass unter dem asiatischen Kontinent ein gigantischer Ozean ist, ein unterirdischer Ozean, so groß wie der arktische Ozean. Verrückt. Das ist ja total cool. Was da wohl für bizarre Geschöpfe leben. In den dunklen Tiefen. Even though piracy dates all the way back to the 14th century BC, it may be reasonable to assume that it has existed for as long as mankind used oceans for transporting goods and resources. Pirate's Nest is one of the infamous sites which gave the thieves seclusion and reprieve from their persecutors. The golden age of piracy is long gone, but the determined can still find treasure and valuables beneath the water's surface. Okay. Delfine. Was ist denn das? Das sieht sehr komisch aus. Ein Seestern war das. Natürlich, wir nehmen wieder Seesterne mit. Why not? Wir haben es nicht anders verdient. Die liegen hier den ganzen Tag faul rum. Was?
dunkle, wässrige, erstickende, ertränkende, dunkle, vermoderte, kalt, dunkle, modrige, vermoderte Tiefen. Hast du das letzte Level in dem Spiel? Wo man dann gegen Cthulhu kämpfen muss. Oh, guck mal. Dingsy, Seepferdchen. Wie heißen die denn? Wäschlige Superseepferdchen. Ich glaube, so heißen die. Drachen, irgendwie so. Irgendwas mit Drachen oder so. Das Feature hätte ich gern. Anstatt, dass ich hier irgendwelche Seesterne aufsammel und die Fische hier abschieße mit einem Heilstrahl, hätte ich lieber gerne einen Scanner, mit dem ich die scannen kann, damit sie dann in meiner Datenbank aufgelistet werden. Und dann ist da ein kurzer Text, der die ein bisschen beschreibt. Dann heißt es: Clownsfisch leben in Korallenriffs. Essen das und das. Ende. Mehr muss da gar nicht sein. Dann halt so Sachen wie Größe und Lebensraum und Alter, Klasse, Datum, die Sachen halt so. Das hätte ich gern. Das wäre cool. Dann wäre das mein Tauchspiel. So, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kann ich ja bald noch scannen. Ein Scanner wäre cool. Wer weiß. Also ich meine, ich habe den da natürlich. Das ist ein theoretischer Scanner. Aber ihr wisst schon, ich will eine Datenbank. Ich will die verschiedenen Geschöpfe sammeln im Grunde. Aber halt nicht als Geschöpfe, sondern nur anhand von Daten. Das wäre für mich eine viel bessere Motivation als das hier. Hey, dafür, dass das Piratenriff ist, habe ich bis jetzt noch überhaupt nichts Piratenmäßiges gesehen. Ich will jetzt ein versunkenes Piratenschiff. Schildkröte, bring mich zum versunkenen Piratenschiff. Flipper, bring mich an anderer Delfin. Hey, jetzt sind unhöflich. Die sind echt nicht sehr hilfreich. Ah, ich sehe schon da hinten. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche alten Goldschätze finden. Booty, irgendwas wird es da schon geben. Harr. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? Das ist tatsächlich eine Schatzkiste. Das ist so klischeehaft. Das ist super cool. ...50 Erfahrungspunkte waren in der Kiste. Yeah. Was auch immer da drin war, es ist so viel wert wie 5 Muscheln. Eine Felge. Teller oder was ist es denn? Eine goldene Schüssel. 25. Ein Silberbarren. War das irgendwie nur ein Masten? Wo ist denn der Rest? Oh, da geht's tief runter. Also, ich meine, verhältnismäßig tief. Ich hoffe mal, dass man wirklich noch in die Tiefsee darf. Der Marianengraben oder sowas. Das wäre noch interessant. Ah, ich verstehe. Es gibt nicht wirklich eine Lebensenergieanzeige. Wenn ich irgendwas ramme oder wahrscheinlich auch attackiert werde von Hain oder so, verliere ich Zeit. Dann finde ich das nicht schlimm. Dann finde ich das nicht so schlimm. Die Frage ist nur, wenn mir die Luft ausgeht und ich schwimme nicht an die Oberfläche, ersticke ich dann? Bin ich dann Game Over? Verliere ich meinen Fortschritt? Oder tauche ich halt einfach auf nach jetzt 7 Minuten und 55 Sekunden? Das würde mich interessieren. Cool, einen Rochen.
Guck, das ist doch eigentlich irgendwie nicht so richtig gutes Game Design, oder? Find ich jetzt mal. Da baut man so eine Unterwasserwelt mit ganz viel verschiedenen Tieren und und alles ist so liebevoll gestaltet ein bisschen und, ne? Hier schwimmt so ein Mantarochen und ich krieche über den Meeresboden und sammle irgendwelche Muscheln. Da ist doch der Fokus irgendwie falsch vom Missionsdesign her. Warum sollte ich irgendwelche Muscheln sammeln? Wenn hier irgendwie... Macht doch gar keinen Sinn. Oh, das sind Gefahren. Denen darf man sich nicht zu nahe nähern. Sonst werden die aggressiv. Eigentlich habe ich ja Hazards ausgeschaltet, aber scheinbar funktioniert es nicht wirklich. Er hat zwar nicht wirklich eine Angriffsanimation, aber ich krieg Schaden. Interessant. Also ich verliere Zeit, meine ich. Ist das irgendeine Goldmünze? Thekengold. Goldbarren. Wie viel war denn der Wert? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Na, komm her. 25 Erfahrungspunkte. Cool. Nehmen wir. Stachelrochen, die pieksen und zwar richtig. Giftig. Das ist halt so, in der Regel brauchen Spiele auch Ziele, die man erfüllt. Ja, ja, eben. Aber wie gesagt, warum schwimme ich denn über den Boden und sammle immer die gleichen Muscheln, wenn hier so interessante Tiere sind? Warum scanne ich die nicht wirklich? Warum kriege ich nicht wirklich fürs Scannen Erfahrungspunkte und einen Eintrag und beschäftige mich mit dem Interessanten in der Welt, anstatt mit dem da? Warum muss ich mich damit beschäftigen? Das ist einfach irgendwie komisch. Das ist ein komisches Design einfach. Das Bild gestockt. Ja, das passiert leider schon den gesamten Stream lang. Den gesamten Stream und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich weiß es leider nicht. Ich habe schon alles neu gestartet. Ich habe keinen Fehler gefunden bei mir. Mir zeigt es auch an, dass alles wunderbar funktioniert. Ich habe 0% Ausfallquote, was die Frames angeht. Also Streamlabs behauptet, alles wird an Twitch gesendet ohne Probleme. Jeder einzelne Frame. Also, ich habe eine Ausfallquote, wenn man es genau nimmt, von 0,8%. Aber das würde heißen, dass nicht mal jeder hundertste Frame verloren geht. Und das sollte man nicht merken. Also, irgendwie... Weiß ich es leider auch nicht, was da los ist. Oh, ist das ein Hai da oben? Da muss ich hin. Der König der Fische.
Ah, Taschenlampe. Und schon sieht man den sogar. Cool. Hi, Toxic. Guten Morgen. Ja, das kann schon sein. Das habe ich mir auch gedacht. Wenn es nicht gleichmäßig verteilt ist, aber... warum? Ja, aber es zeigt mir keine Benachrichtigung an, dass irgendwas spinnen würde. Normalerweise sagt es mir dann irgendwie Framerate niedrig. Oder normalerweise zeigt es mir an, hier hatten wir eine Störung für so und so viele Sekunden oder für eine Sekunde. Das habe ich hier alles nicht. Ganz im Gegenteil. Gar nichts habe ich. Das wollte ich wissen. Each resurface saves you progress and your collected items. Keep that in mind. Das ist ja auch super frustrierend. Wenn ich nicht rechtzeitig an die Oberfläche komme, verliere ich alles, was ich hatte. Das ist nervig, ey. Wir können schneller schwimmen und... wir können jetzt tiefer tauchen. Ach so, ich wusste gar nicht, dass wir das vorher nicht konnten. Also, dass es eine Maximaltiefe gibt, die wir freischalten müssen. Pirate's Nest. Schauen wir mal. Zu dieser komischen, ich weiß nicht, warum das eine grüne Map ist, aber schauen wir uns mal die Dead Mines an. As you may know, there was a lot of gold hunting in the late 1840s in the US, especially in California and Colorado. But there was one place people didn't dare to explore. You see, there was a gold mine near Calentine that people desperately avoided. And my curious mind wondered why. I did some research, and what do you know? The place was considered to be cursed. The rumors were that people who entered the mine never came back, and some witnesses claimed they heard some creepy, eerie voices, as if that place was inhabited by ghosts. Ha! Huh. Luckily for us, we believe in science, and there's no such thing as ghosts. Am I right? Also, the gold mine is flooded for about 100 years now, so you should be totally fine. Oh, and since this is a very dangerous adventure, you should go down there in top-notch equipment. A friend of mine wanted a share of our findings in exchange for letting us use his high-level equipment. A fair deal, I say. Now, let's get that gold. Let's get that gold! Remember that when a shark or orca is going to attack you, you can press the knife button. Nein. Ach so, to scare them away. Man macht ihnen nur Angst mit dem Messer. Man sagt nur zu dem Hai, hey, ich hab ein Messer. Und dann sagt der Hai, hey, okay, cool bleiben und schwimmt weg. Und tut denen gar nichts. Na dann. Oh, jetzt werde ich auch noch echt heiser. Aber wen wundert's? San Francisco, 1848. Gold! Gold from the American River! A man shouted, and in a few months, nearly three quarters of the male population had left town for the mines. Calentine, a small town in California, initially shared a similar fate, as its nearby mine also became a target during the gold rush. However, instead of mass riches, the mine became a tomb for the gold diggers, and quickly, word got out that the place was cursed.
Now underwater, the peaceful town of Calantine has lost its charm. But what about the mine? Wenn ich jetzt in die Mine tauche, muss ich echt aufpassen, dass ich rechtzeitig wieder rauskomme, ne? Gefährliche Quallen. Bitte mal, die sind nicht zum Heilen, oder? Sondern die sind schlimm. Schlimme, böse Quallen. Oh, was sind das da? Gold. Ach wirklich, das sind Mineralien, die ich mit meiner Spitzhacke abbauen kann. Okay, cool. Haben wir das auch mal gemacht. Ist die Stadt. Versunkene Minenstadt. Ah, das können wir jetzt mit so einem Luftballon abholen. Na, das ist aber jetzt auch nicht so riesig, oder? Aber gut, scheinbar muss das wohl... Okay, von mir aus. Moment mal, seid ihr gefährliche Fische? Seid ihr Piranhas oder beißende Barsche? Oder warum werden die mir rot markiert? Warum kriege ich Schaden? Warum kriege ich Schaden, wenn ich hier so leicht andätsch? Das ist doch bekloppt. Ah, wartet mal. Okay. Nice. Sind die was wert? Nee. Können wir nicht mal an ein naturwissenschaftliches Museum spenden oder so? Ein medizinisches, humanmedizinisch. Na gut, sind die hier drin ertrunken oder? Na, die sitzen da so komisch. Wahrscheinlich sind die eher nicht ertrunken, sondern... irgendwie anders gestorben. Anderweitig. Autsch. Na komm, nimm den Seestern. Wenn schon, denn schon. Was? Ist der Stream jetzt kaputt am Ende? Nee. Bei mir? Oder? Was ist denn kaputt? Vielleicht hilft nämlich ein Neustart oder so, wenn wirklich irgendwas nicht stimmt. Dann sagt mir Bescheid, wenn es schlimm ist. General stores had almost everything back then. Though
they never had the same stock twice to stay profitable. Blacksmiths didn't forge or make guns in the Wild West. It was the gunsmith's job. Warum kann ich denn da nicht schwer? So. Na also. Ja, genau. Das stimmt. Wenn, dann bin ich am Ende. Der Stream läuft. Nur ich laufe nicht mehr. Das sieht irgendwie komisch aus. Ist das ein Panzer? Ach so, das ist eine Vase. Das sind zwei Vasen. Ah. Aber wie komme ich da jetzt rein? Diesmal kann ich die Tür nicht aufschießen. Nicht so wie beim letzten Mal. Na komm, nimm die Vasen. 10 Erfahrungspunkte, weil die Vasen sind so viel wert wie Muscheln und ich muss mich ja extra in den Tank schießen. Das Spiel ist komisch. Donk. Donk. So, wo ist jetzt diese Mine, von der dauernd alle reden? Diese Geistermine. Ich will die Geister aufspüren. Toastbusters! Something's delicious in the neighborhood. Who you gonna call? Toastbusters! Ist noch irgendwas, das wir mitnehmen können?